an. Der öffentliche Raum als Klimaschützer. Genau, wir als Landschaftsarchitekten, Städteplaner glauben wirklich auch an diesen Paradigmenwechsel, an diese geforderte Revolution. Wir denken, es muss wirklich was passieren. Unsere Disziplin muss hier einen Schritt machen, um eine klimagerechte Umwelt oder Stadt zu realisieren. Wir stellen uns diese Frage sehr oft und ich möchte euch gerne dazu ein paar, drei kurze Case Studies zeigen. Weiter. Im Moment ist Klimawandel in aller Munde. Wir wissen das, vor allem der öffentliche Raum und insbesondere in Städten gerät immer mehr in den Fokus. Es werden viele Leitlinien, Konzepte, Masterpläne entwickelt, in der ganzen Schweiz, aber europaweit auch. Weiter. Die sich mit der Frage des Klimawandels, der Klimaanpassung vor allem beschäftigen, also die klimatische Aufwertung von Parken und Plätzen, Vegetation in Straßenräumen etc., die Retention, zurück bitte, eben Parken und Plätze, die immer wichtiger werden, dann Straßenräume, die an Bedeutung gewinnen, um klimaresiliente Städte zu entwickeln. Also da passiert im Moment sehr viel, das ist lobenswert. Auch unsere Disziplin ist da sehr gefordert und sehr involviert. Weiter. Doch stellt sich die Frage, inwiefern das auch auf den Klimaschutz noch stärker zu tragen kommen könnte. Klimaschutz und Klimaanpassung sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen, aber auch nicht so scharf trennbar. Es ist ein Wechselspiel, eine Wechselwirkung. Und eins weiter, bitte. Es passiert im Moment sehr viel auf der rechten Seite, auf der Klimaanpassungsseite, also an die Adaptation, an die Folgen des Klimawandels. Und vor allem passiert sehr viel in den Innenstädten, im Siedlungsgebiet. Da natürlich, wo die Hitzebelastung auch am größten ist und sonst auch die Folgen des Klimawandels am deutlichsten sind. Wir stellen uns die Frage, wie wir als Gestalter auch stärker noch, bitte eins weiter, außerhalb des Siedlungsraums oder am Rande des Siedlungsraums noch stärker aktiv werden können und noch stärker vor allem die linke Seite den Klimaschutz mittragen können. Diese Frage beschäftigt uns stark und wir versuchen das eigentlich immer mehr auch in Projekten zu implementieren. Und ich möchte euch kurz drei Ansätze vorstellen. Das sind drei Fallbeispiele, der Park Butzenbühl, der landschaftliche Park Auwies und das linke Seeufer in Luzern. Das sind alles Testplanungen oder quasi ja, Beispiele von Projekten, die noch nicht realisiert wurden, aber wo solche Ansätze getestet wurden und die ich euch gerne jetzt vorstellen würde und quasi einen kritischen Blick darauf werfen möchte. Das erste Fallbeispiel, der Park Butzenbühl, ist beim Flughafen Zürich. Sie kennen sicher dieses Megaprojekt The Circle, der gerade fertiggestellt wurde. Da ging es um die Frage dieses Butzenbühls, dieser Hügel, dieser bewaldete Hügel, diesen in einen öffentlichen Park umzugestalten. Und wir haben diese Aufgabe als großen Challenge angenommen, um auch wirklich klimatische Fragen zu stellen. Eins weiter. Sie sehen hier im Luftbild links, bevor der Circle gebaut wurde, ist eigentlich ein Stück Kulturlandschaft mit Wiesen und eben Wäldern. Ein sehr wüchsiger Standort, ein Buchenwald, der sehr stark wächst und der eben immer wieder aus Sicherheitsgründen wegen dem Flughafen heruntergeschnitten werden muss. Und wir haben das zum Anlass genommen, eine Art dynamische Parklandschaft zu entwickeln, eine sehr architektonische, ein architektonischer Waldbau zu entwickeln, wo der eben eine quasi Erholungslandschaft für die Allgemeinheit wird und der eben super gut erschlossen ist mit ÖV, direkt am Flughafen und wir eben glauben, dass hier für Klimaschutz sehr viel passiert ist, paradoxerweise am Flughafen, das muss man natürlich sagen. Eins weiter. Unsere Idee war eigentlich, mit dem zu arbeiten, was da ist, also die Eingriffe eigentlich minimal zu halten und diesen sehr wüchsigen Wald eigentlich mit einfachen Forstmethoden räumlich zu entwickeln, dass man mit Kahlschlägen und Rodungen eigentlich Räume schafft, diese Räume entwickelt und einen sehr spannenden Wald entwickelt. Eins weiter. Wir haben quasi diese Landschaft wie programmiert, mit so Pixeln, wo so nach unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten eigentlich unterschiedliche Waldtypen entstehen
und eigentlich dadurch ein System, ein dynamisches System entwickelt wird, das sich stetig ändert und immer wieder neue, spannende Räume entstehen. Eins weiter. Und da war eben per se einfach schon, dass man mit dieser Biomasse arbeitet, ist per se schon mal Klimaschutz, um CO2 zu binden, dass man auch die Eingriffe eigentlich möglichst minimal haltet, dass man die baulichen Eingriffe zurückhält, nicht viel baut, nicht viel Beton einbringt, sondern mit dem arbeitet, was da ist. Also quasi die vorhandenen Kräfte aufnimmt, die Kreisläufe schließt und durch das auch wirklich eine ökologische Aufwertung dieser Parklandschaft erreicht, die eben gleichzeitig auch super gut erschlossen ist, sodass sie eigentlich siedlungsnahe eine tolle Landschaft ist, wo die Leute hingehen, um diese Landschaft zu erfahren. Weiter. Eins zurück. Das zweite Beispiel, landschaftlicher Park Auwies in Zürich, auch ein Studienauftrag vor 2 Jahren. Da ging es im Süden von Zürich um die Frage, wie man Landwirtschaft und Erholungsnutzung kombinieren kann. Wir haben da auch, man sieht es in der Mitte, eine Art System entwickelt, eine Felderstruktur, die sehr wechselhaft ist, vielfältig und variabel in der Nutzung, die aber zugänglich ist, wo man hineingehen kann, wo es Orte gibt, die dann eigentlich durch den Wald und den Fluss Sihl gefasst sind und wo man eigentlich eine ganz breite Palette von Landschaftsstrukturen erleben kann. Eins weiter. Natürlich hier die ökologische Aufwertung im Zentrum, also die Bildung von verschiedenen Lebensräumen für Flora und Fauna, eine quasi mosaikartige Struktur, die sich entwickeln kann und die eine sehr hohe Biodiversität eben generiert, notabene in Stadtnähe, sehr gut erreichbar und eben wirklich erfahrbar, erlebbar. Nächstes Bild. Und hier stand im Zentrum die Partizipation, dass man Leute einlädt, da mitzuwirken, mitzuarbeiten, die Ernte auch selber zu ernten, dass man auch mit digitalen Medien, mit QR-Codes und Apps Sachen erfahren kann, dass es quasi einen edukativen Charakter auch hat und da wirklich eigentlich dieser soziale Aspekt ins Zentrum kommt. Weiter. Es gibt also eine quasi breiten Fächer von Landschaftstypen, die da erlebbar sind. Ein Park, der gleichzeitig aber auch landwirtschaftliche Produktionsfläche ist. Klar, natürlich mit gewissen Einschränkungen. Aber genau diese Kombination von Landwirtschaft und Erholung, die steht hier, ist natürlich für den Klimaschutz sehr wertvoll, quasi um Flächen nicht mehr Koexistenz zu bewirtschaften, nebeneinander, sondern übereinander überlagert. Quasi sehr multifunktional, auch sehr veränderbar und flexibel, sodass man eigentlich die Bodennutzung möglichst minimal halten kann. Eine vielfältige, biodiverse Landwirtschaft, wie erwähnt, das per se eigentlich als Stärkung der Biodiversität, der Ökosysteme. Die lokale Produktion für die Menschen, die dann auch da die Sachen nutzen können, konsumieren können. Dass man auch Sachen austestet, eine Art Forschungslabor generiert, eine Art Landschaftslabor, wo auch Sachen ausgetestet werden. Und eben dieses Thema der Sensibilisierung, der Einbindung der Bevölkerung, dieser soziale Aspekt, der ist hier sehr wichtig. Wir glauben, dass Klimaschutz sehr stark auch mit diesen sozialen Aspekten zu tun hat und dass das viel stärker eigentlich betont werden muss. Also hier eigentlich so die Low-Level, stadtnahe Erholungslandschaft, wo die Leute auch einlädt, da hinzugehen und nicht weit wegzufahren, sondern eigentlich in ihrer Nähe diese Landschaft zu erfahren und mehr auch Wissen zu generieren über Produktion, über landschaftliche Prozesse. Weiter. Und das letzte Beispiel, das linke Seeufer in Luzern, das war auch eine Testplanung letztes Jahr, wird jetzt weiterentwickelt. Auch hier ging es um die Frage der Attraktivierung einer stadtnahen Landschaft oder einer innerstädtischen Landschaft, muss ich sagen, am See, aber auch im Quartier, wo es wirklich um die Begrünung, um die Aufwertung des ganzen Quartiers ging, aber vor allem auch um die ökologische Aufwertung und um die Mehrfachnutzung dieser wichtigen Erholungslandschaft in Luzern, die Sie sicher kennen. Eins weiter. Wir haben hier wirklich so eine Art Konzept entwickelt, um diese
Erholungslandschaft zugänglich zu machen, dass die Erreichbarkeit gut ist, die Durchlässigkeit gut ist, dass ganz klar der Langsamverkehr, also Velo und Fußgänger, bevorzugt werden. Der Autoverkehr wird eigentlich zurückgedrängt, dass man da wirklich sehr gut und einfach und angenehm dahin kommt und das erfahren und erleben kann. Also so die Förderung des Langsamverkehrs unter klimaschützerischen Aspekten natürlich ein sehr wichtiger Faktor, das haben wir heute schon mehrfach gehört. Dann eins weiter. Dann die Mehrfachnutzung, die Aneigenbarkeit, ein wichtiges Thema. Wir haben das Hafenareal so konzipiert, dass es eigentlich nicht mehr ein Nebeneinander von Nutzungen ist, sondern eine Überlagerung von Nutzung, dass diese Flächen mehrfach genutzt werden können und dass eigentlich dieser Raum sehr viel bieten kann, sehr viel Menschen und Nutzungen aufnehmen kann und somit eben auch andere Räume vielleicht entlastet und somit eigentlich eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung oder nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden passiert. Dann die ökologische Aufwertung, die nicht nur am Ufer vorne passiert, wo wirklich Habitate geschaffen werden im Wasserbereich, aber auch im Quartier, wo die Straßen wirklich transformiert werden in grüne Bewegungsräume, in Aufenthaltsräume, wo man sich begegnen kann, wo man eine hohe stadtklimatische Qualität haben, wo aber eben auch eine hohe Biodiversität Platz hat, wo auch Kaltluftströme aufgenommen werden in der Konzeption und somit eben nicht nur Klimaanpassung passiert, sondern wirklich auch aktiver Klimaschutz betrieben wird im Sinne dieser stadtplanerischen Schritte mit dieser Aufwertung der Straßenräume, wo wir wirklich ein riesiges Potenzial sehen. Nächstes. Also hier nochmal, Entschuldigung, eins zurück. Genau, hier also wirklich der Fokus auf stadtnahe Erholungslandschaft, die Stadt der kurzen Wege. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass man schnell dahin kommt, dass man nicht mehr mit dem Auto und dem Zug sehr weit fahren muss, sondern dass man eben diese siedlungsnahen Landschaften oder innerstädtischen Landschaften und öffentlichen Räume wirklich aufwertet, zugänglich macht und schnell erreichbar für Fuß- und Veloverkehr macht. Die Entsiegelung, Begrünung, das ist klar ein Thema, muss ich nicht mehr viel mehr dazu sagen, auch zur Biodiversitätsförderung, um wirklich die Ökologie und die Ökosysteme innerhalb der Städte zu fördern, um die Stadtnatur auch erlebbar zu machen. Also wir sind eigentlich überzeugt, dass eine intelligente Planung und Gestaltung von öffentlichem Raum aktiver Klimaschutz bedeutet. Also dass wir nicht nur Klimaanpassung machen, so wie wir es jetzt meistens machen mit Begrünungen, Hitzeminderungsmaßnahmen etc., sondern wirklich, dass wir uns auch als Berufsstand hinterfragen müssen, ein stärkeres Engagement aufbringen müssen, um aktiven Klimaschutz zu betreiben. Aber wir sind davon fest überzeugt, dass das gelingen kann und gelingen muss, um die Probleme in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass die größten Potenziale dafür eben in den siedlungsnahen Landschaften liegen. Also nicht innerstädtisch oder auf dem Land draußen, das sehr kulturlandschaftlich geprägt ist, sondern in diesen periurbanen, siedlungsnahen Landschaften, wo großes Potenzial da ist, dass man jetzt unbedingt planerisch und gestalterisch ausschöpfen kann. Und wir sehen uns da wirklich als Landschaftsarchitekten in der Pflicht, um hier neue Wege zu beschreiten und hier gute Lösungen zu kriegen. Also wirklich nicht nur die Politik in der Pflicht, sondern auch wir als Gestalter müssen hier aktiv Antworten finden und aufzeigen, Bilder generieren, um hier wirklich einen deutlichen Schritt zu machen. Vielen Dank. Ah, vielleicht noch letzte Folie. Genau, das Ziel ist eigentlich wirklich dieser holistische Approach, dass eben Klimaanpassung, Klimaschutz als eines passiert und dass man eben nicht nur Klimaanpassung macht, sondern das gesamthaft betrachtet und längerfristig und proaktiv angeht. Vielen Dank. Herzlichen Dank dir, Daya, für diese wirklich schönen Beispiele. Und was eben auch auffällt bei diesen Beispielen, oft werden Maßnahmen ergriffen, die zum Klimaschutz beitragen, aber oft eben nicht explizit als solche benannt werden. Und meistens eben auch diese Synergie, die man schön sieht zwischen Klimaschutz und Anpassung. Herzlichen Dank. Wir gehen über zum letzten Referat. Herr Altenburger ist Professor an der Hochschule Luzern. Er leitet dort den Studiengang Gebäudetechnik und Energie.
und Co-Leiter des dazugehörigen Instituts an der Hochschule Luzern. Herr Altenburg ist aber auch Vizepräsident des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA. Und er wird uns zum Abschluss aufzeigen, wie eben klimagerecht gebaut werden kann. Also jetzt sind wir wirklich zu unterst, auf der untersten Ebene angelangt. Und wir erwarten natürlich auch, dass Herr Altenburger sich zur Rolle der Raumplanung äußert. Herr Altenburg, auch von Ihnen möchten wir zum Einstieg eine Frage an den Vorredner. Was möchten Sie von Herrn Stutz wissen? Ja, ich habe mir die Frage schon notiert Ja. bevorher. Ich habe mir die Frage schon notiert bevorher. Und insofern wurde sie schon ein bisschen Und beantwortet insofern von Frau wurde Hofmeier. schon Es ein geht um bisschen diese Frage beantwortet der von Frau Hofmeier. Es geht um diese Frage Flächenanteile, der der versiegelten Flächenanteile, Flächenanteile. der Flächenanteile. Ich habe hier bei mir auch Ich ein. habe hier bei mir auch ein. Und mich würde interessieren, wenn man von Entsiegelung spricht, gerade im städtischen Kontext, nebst diesem Drittel, den ich mitgenommen habe, der maximal versiegelten Fläche von Grundstücken, gibt es da auch eine Zeitachse, bis wann die Entsiegelung der eben deutlich über diesen Drittel hinausgehenden versiegelten Flächen anzustreben ist. Eine realistische Zeitachse. Schwierig, also schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist von Stadt zu Stadt oder von Region zu Region auch unterschiedlich. Ich glaube, es gibt hier in Zürich auch keine verbindlichen quasi Zeitachsen, um das zu erreichen. Einfach bei Neubauten muss das passieren, also bei neuen Entwicklungen. Und ich bin da ganz klar der Meinung, dass es eigentlich zu langsam geht. Also hier müssen viel greifbare Instrumente ins Spiel kommen, um das wirklich voranzutreiben. Wir haben leider immer noch vor allem bei so Bahnhöfen oder funktionalen Plätzen eine extrem hohe Versiegelung. Und da sind neue Lösungen, neue Ansätze gefragt. Aber ich meine, ich sehe da wirklich nicht nur die Politik und die Verwaltung in der Pflicht, sondern wirklich auch uns als Gestalter, die hier einfach gute Lösungen bringen müssen. Und da müssen wir uns auch selber noch mehr hinterfragen, um das noch stärker pushen, um hier wirklich weiterzukommen, um hier an diesen Paradigmenwechseln von quasi grau zu grün zu schaffen. Ich glaube, da liegt noch viel Arbeit vor uns und ich sehe das durchaus selbstkritisch, dass wir da viel mehr darauf achten müssen.